Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Modern Warfare 3 Story Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es weiter mit der Kampagne. Wir haben das letzte Mal da aufgehört, als wir in dem Gebüsch waren mit Sniper und so. Und da sind wir gestorben, haben eine neue Mission geschafft. Wir waren beim Reaktor zuerst gewesen. Und ich muss sagen, die Kampagne bisher, außer die erste Mission, die fand ich ganz cool. Die war irgendwie Flop, die war auch Flop. Und mal gucken, was jetzt auf uns zukommen wird, Leute. Bin ein bisschen enttäuscht bisher von der Call of Duty Kampagne. Dennoch werde ich es auf jeden Fall durchzocken, weil die Story wird eh nur 3 bis 4 Stunden gehen. Was ich sehr schade finde. Ich hoffe, da wird noch was kommen und wir werden ein bisschen positiv überrascht. Aber sonst muss ich sagen, sehr, sehr enttäuschend bisher. Und ich habe mir ein neues Projekt überlegt für nach Call of Duty. Und zwar kam bei Resident Evil 4 ein DLC raus. Und bald, vielleicht, werde ich mal die VR-Brille auspacken, Leute. Wer hätte Bock, hä? Schreibt's mal rein. Hier. Schreibt denn in meinen Chat hier rein. Guck mal hier. Die VR-Brille. Damit Resident Evil. Vielleicht kriegt ihr das dieses Jahr von mir zu Weihnachten. Aber hier, ich wollte euch nochmal zeigen, was Call of Duty für mich für eine Bedeutung hat. Dieses Spiel vor allem. Ich habe das Spiel seit 2008. Wisst ihr, wie das noch riecht? Das riecht nach meiner Kindheit, Digga. Wirklich, ich krieg Nostalgie, wenn ich das sehe und rieche und diese Verpackung hier einfach sehe. Das ist wirklich Liebe. Das ist Liebe. Das ist wahre Liebe, Leute. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission. Mal gucken, was uns erwarten wird. Let's go. Okay, meine Damen und Herren, das... Ey, was ist denn das? Warum werde ich denn gesehen? Ich hab doch nicht mal irgendwas gedrückt. Ach, jetzt können wir... Jetzt hier alles so markieren. Und wir sind hier, ne? Da sind wir. Ist ja schon cool. Geil, wir können auch zoomen und so. Ach, boah, Junge, einfach alle markiert. Geisteskrank. Nennt mich Bob Lee Swagger. Wir müssen halt gucken, dass wir halt auch nicht zu... Warte mal, niemand haben die mich gesehen. Deckung rechts. Warte. Junge, die stehen ja alle zu dritt da. So ein Dreier-Shot wäre geil, ne? Aber warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Immer nur für eine gewisse Zeit, ne? Zwei auf einmal. Die anderen können gar nichts mitbekommen haben. Das war ein Collateral. Hier auch nochmal ein Collateral. Boah, Kollateralschaden. Das war so geil, wenn man das früher in Online-Lobbys gerissen hat. Du warst der King. Oh mein Gott, nein. Das ist so ein Panzerding. Nein. Nein. Ey, das habe ich nicht gesehen, dass er so ein scheiß Panzerding hat, Freunde. Oh, die Panzerung ist weg. Oh, ich hab ihn. Wichtig. Oh, bitte haben mich jetzt nicht die anderen gesehen, Alter. A watermelon, look at my water. A luku kukuea, fufu. Boah, das sieht so geil aus, gerade wenn man hier steht. Die Grafik. Die Grafik ist schon gut. Erstmal gucken wir wieder ein bisschen. Nach Ursikstan, Chat. Wir müssen nach Guck mal, die kommen schon, Alter. Fuck. Das heißt, wir haben anscheinend schon Verdacht geschöpft. Guck mal, die kommen schon da. Ach du Scheiße, ich stehe da. Hallo, geh raus. Oh mein Gott. Boah, Junge, was denn? Die Mission ist sehr cool. So richtig mit Sniper, Miper. Warum hab ich den denn vorhin nicht gesehen, Alter? Oh, da ist ja noch einer. Nachhui, Billiard! Rocha, Billiard! Scheiße, die Markierungen bringen noch gar nichts, Leute. Für 5 Sekunden, wow. Muss weg, Digga. Wir zocken ja auf der dritthöchsten Schwierigkeit. Wir wollen ja auch ein bisschen eine Herausforderung haben. Und die haben wir jetzt gerade. Ich bin doch ein kleiner, dreckiger... Mann! Ach, korrekt, es hat aber gespeichert. Es hat gespeichert, aber... Ich wurde trotzdem entdeckt. Oha. Nein, nein. Warte. Nein. Scharfschütze auf dem Turm. Scharfschütze auf dem Turm? Ey, was ist das denn? Oh oh. Alter, ihr wackelt alles. Junge, wir müssen echt aufpassen, Leute, ne? Das ist eine geile Sniper-Mission, ohne Scheiß. Ich liebe solche Missionen. Mach mal dein Gerät hier raus. Okay, ah, da kommen wieder welche. Was für ein Sniper auf dem Turm? Wo ist ein Turm? Meint er den?
Aber egal, wir müssen das jetzt irgendwie dribbeln, Leute. Wir kriegen das hin. Wir müssen noch ein bisschen mehr tarnen. Also auch mal diese Filme machen hier mit im Busch krabbeln und so. Dann wird der Bildschirm dunkler, dann weißt du, okay. Einer weniger. Einer weniger. Überwachung erledigt. Weiter. Das ist eine geile Mission, oder? Scheiße, die macht gerade unnormal Bock, Leute. Spazieren wir da jetzt einfach rein? Ja, oder? Es macht aber keinen Bock, die ganze Zeit mit diesem Ding hier alles so zu scouten. Scout. Als wäre ich Scouter von Dragon Ball, Alter. Wie Freezer. Weil das hält ja eh nicht die ganze Zeit. Das hält nur ein paar Sekunden, das war's. So, das war's. Ich mach jetzt einfach mein Ding und gut ist. Jetzt hier drin müssen wir aufpassen. Vorsichtig. Und durch den Perimeter. Dann ist auch noch einer. Oh, Junge, was dein Aim? Ich liebe Snipen. Wir werden auf jeden Fall. Freunde, habt ihr Bock, dass ich mal mein erstes Mal. Ich hab's noch nicht online gezockt. Wenn ja, bin ich ein Bastard. Ich hab noch kein einziges Mal das Spiel online gezockt. Obwohl meine ganze Kindheit hier in diesem Spiel mit dabei ist. Viele Maps, High-Rise, Terminal. Ich glaube sogar Rust. Also, ohne Scheiß, Freunde. Ich habe da so Bock drauf, da online meine erste Folge aufzunehmen. Road to Quickscope Beast mit Sniper. Auch nochmal schön spielen. Oh Junge, Alter, das Aim ist gut. Das ist kein Auto-Aim, oder? Oh, irgendwo schießt jemand auf mich. Scheiße, ich wurde gesehen! Von wem denn, Alter? Junge, wie schnell die mir Schaden zufügen. Ja klar, Bruder! Der hatte Schwänze im Kopf! Was? Welche Wo war der? Durch den Perimeter. Manchmal ist es wirklich krass, oder? Egal, wir nehmen jetzt Munition. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Aha. Genau das brauche ich doch mal. Nur im Notfall schießen, wenn wir entdeckt werden, Freunde, weil wir haben ja einen Schalldämpfer auf der Sniper. Aber die Mission finde ich zum Beispiel echt cool. Ich habe wirklich Spaß an dieser Mission gerade. Nein, ja, wir wurden jetzt direkt entdeckt. Nein, direkt entdeckt, Digga. Oh mein Gott. Okay, okay, jetzt muss ich mein Können unter Beweis stellen, Freunde. Jetzt oder nie. Alter, das war so knapp gerade, ne, mit diesem Jump. Ich schwör auf alles. Ich schmeiße gleich diesen Controller so gegen die Wand, dass er zurückfliegt und direkt in meine Fresse kommt. Ja, geil. Ey. Ey, ja klar, jetzt haben mich wieder alle gehört. Jetzt mach ich Road to Quickscope Beast hier, Alter. Ist mir scheißegal, Road to Quickscope Beast. Ich schwör. Ja, komm, lutscht mir alle die Schwänze, alle gleichzeitig. Nebeneinander, stellt euch auf, ich pack aus und dann einmal rein. Okay, alles gut. Komplette Konzentration jetzt. Achtung, Sofa-Posten drin. Schwaches Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns, sobald wir können. Den hole ich nämlich nicht. Der zeigt dir wieder was auf dem iPod. Wir müssen am besten hier rechts lang. Gehen jetzt erstmal hier rein. Gucken wir nochmal kurz. Müssen ja die Gebäude auch überprüfen quasi. Ne? Müssen ja hier was finden. Die Raketen und so alles. Aber die sind alle viel zu weit weg. Die brauchen wir uns eigentlich gar nicht zu kümmern. Hier ist ja nirgendwo einer, oder? Oh. Warte mal, wer hat mich jetzt gesehen? Wer? Warte mal, wo sehen die mich? Ich würde das mal echt gerne wissen, wie die mich sehen, ne? Cool. Okay, jetzt wird's ernst, Alter. Es ist echt schwer mit dieser Schwierigkeit zu zocken, ne? Ohne Scheiß. Boah, scheiße, Alter. Egal, wir kriegen das jetzt hin. Jetzt kriegen wir das hin. Okay, Freunde?
Aber wie schnell die mich auch treffen, die haben echt krasse Reflexe, die Gegner. Alter, guck mal, die treffen mich direkt, das ist so krass. Müssen alle Eingänge im Blick haben, Freunde. Also ein bisschen Action ist halt auch geil. Sehr gut, Ernesto. Betrete Gebäude 3. Kontakt zum Offizier. Aha. Conny, Offizier erledigt. Sag, wenn du die Schlüsselkarte hast. Hab die Schlüsselkarte. Verstanden. Hab einen Einstiegspunkt. Wir sehen uns drin. Okay. Ein Einstiegspunkt. Okay. Weiter geht's. Ich nehme jetzt erstmal. Vielleicht lieber die Sniper wegen dem Schalldämpfer, oder? Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage. Ich verstehe gerade noch nicht so ganz, wo wir hin müssen, ne? Einstiegspunkt, da. Okay. Ja, habe ich nicht gesehen. Da haben wir auch keine Karte hier, deswegen habe ich gerade mit dem Ding hier geguckt. Aber der Sniper macht schon Bock. Ja, wo sind denn sind alle Gegner platt gemacht? Krass, hätte ich nicht gedacht. Das war natürlich sehr stark von uns. Die Schlüsselkarte. Open the door, please. Everybody's watching. Wir sind drin. Vorsicht, alter Mann. Die wissen jetzt, dass die hier sind. Bestätigt. Okay, wenn die wissen, dass ich hier bin, nehmen wir die andere Waffe. Ach, scheiße, Alter. Satt knierst. Was, Nick? Komm. Was? Der Kater hat nicht einmal gesagt, wo kommst du denn her? Ja, mit der Sniper wäre hier eigentlich auch geil. Komm mal, weil ich es bin, weil ich ein erstes Mal werde, nehmen wir die Sniper mit. Oh, oh. Oh, oh nein. Digga, die sind einfach hinter Panzerglas. Die haben mich hops genommen, ehrlich. Das war so stark von denen. Oh oh. Niemals. Oha. Farah ist da. Stark, stark, stark. Farah. Danke für die Hilfe, Kilo. Ja, jetzt wissen alle, dass wir da sind. So. Sie wissen, dass wir hier sind. Nicht zurückhalten. Ja, wenn die wissen, dass wir hier sind, dann. Auf dein Zeichen. Ja, ja, Augenblick. Lass mal kurz looten. Maus. Und jetzt können wir rein, okay? Let's do this. Los geht's. Pass auf die Ecke nach! Immer weiter. Wir müssen diesen Raum sichern. Okay, weiter. Boah, Junge, das ist so krass, wie schnell man Leben verliert, ne? Auf der Schwierigkeit. Ja, wollen ja auch. Surprise, Motherfucker. Oh mein Gott, Alter, der chillt da einfach mit seiner Pumpgun, dieser dreckige. Alter, einfach um die Ecke chillt er mit Pumpgun und wartet auf mich, Bruder. Was ist das denn hier? Ich schwöre, ist der geisteskrank. Ich folge dir. Alter. Von allen Ecken auf einmal. Ah. Und die haben mich gehört. Gold. Da ist noch einer irgendwo. So. Hab ich. Und ich habe so Bock, das Spiel online zu zocken. Also das können wir auf jeden Fall auch nochmal nach der Kampagne machen. Stoße nach oben vor. Duck. Was ist das denn? Hör mal die Geräusche. Beatbox. Yeah, Orch. Yeah, it's a deep town. I can fucking sick it down on the field out. Ich denke, ein Shisha-Café, Alter. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Oh, mein Nachbild.
Alter, Bruder, wie schlau sind die denn? Das war richtig schlau von denen. Die werfen einfach mit von allen Seiten Granaten. Los, Granados. Hallösch. Ich häng einfach fest. Oh, jetzt hier die Sniper wäre geil, Alter. Ich schwöre. Hier die Sniper wäre geil. Leck meine Eier. Du auch. Leg dich hin, leg dich hin. Wo denn, wo denn? Wo schießt die denn hin, die Dumme, Alter? Er hat den immer noch nicht geholt. Vielleicht kommt noch ein Jiggy-Jagga-Jagga-Jackson, oder? Safe. Sie öffnen die Schutztür. Das ist der Jagga-Jiggy-Wixen-Jackson. Wir müssen durch diese Räume. Ja, die Mission ist halt cool, Alter. Ohne Scheiß. Die macht richtig Laune. Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten an der Rakete. Alter, das kann nicht. Oh, oh, das... Ja, guck mal, Sandwich nennt man das. Das nennt man ein Sandwich, Leute. Ein deutsches Sandwich. Ja, ein deutsches Sandwich. Von beiden Seiten bist du einfach hops genommen. Das war wie so ein Met-Sandwich, Digga. Das gesehen? Das ist ja geisteskrank, Alter. Wirklich, einfach Double-Sandwich. So ein Double-Sandwich haben wir bekommen gerade, Freunde. Scheiße. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten. Ey, ich schwöre, ich raste gleich so aus. Ne? Ich weiß, ich bin immer einer, der geht mit dem Kopf durch die Wand. Das darf man ja nicht. Aber die regen mich gerade alle so auf, dass ich einfach meinen Controller schmeißen wollen würde am liebsten. Ne? Ah. Können wir den Start mit diesem machen das jetzt besser, Freunde. Okay, guck jetzt. Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungs- Und trotzdem werde ich getroffen, Alter. Ist doch Wahnsinn. Alter, wie viel Radius haben diese Granaten von denen, wenn man einmal getroffen wird? Ist ja wirklich geisteskrank. Aha. Schaffen. Okay, wo ist die Rakete? Aufzug. Bin an der Tür. Ist verschlossen. Scheiße. Ich mach sie auf. Warte. Alle Stationen. Zwei Raketen entdeckt. Sprengköpfe enthalten Chemikalien. Ich wiederhole. Raketen mit chemischen Sprengköpfen. 7-1. Wiederhol das. Scheiße. Verdammte Scheiße. Tür ist offen. Hier lang. Gehen wir. Ich komme mit, Fahrer. Ach, ist jetzt Schalldämpfer. Warum habe ich keinen Schalldämpfer? Ich kenne auch Schalldämpfer. Die Rakete. Sie werden sie starten, Captain. Fuck. 06 kommen. Captain, hörst du mich? Wie verhindern wir das? Conny hat die Sprengköpfe mit Makarovs Chemikalien bestückt. Sie werden starten. Meine Raketen. Meine Flagge. Mein Land. Er will, dass die Welt dir die Schuld gibt. Mit diesen Raketen schafft er das auch. Die Chemikalien. Diese Rakete hat sie auch. Farah, das sind deine Raketen. Es muss einen Weg geben, sie zu entschärfen. Geht es. An den Steuerungskasten. Wir machen das zusammen. Wo denn? Wo ist der Steuerungskasten? Wo bist du drin? Ey, ich weiß, wo ist die hin? Guck mal. Ach, hier ist die. Nee, auch nicht. Da ist die. Mein Gott, Digga. Captain, okay. Die schleunigst an die Steuerung. Bereit. Moment. Ich drücke jetzt safe irgendwas falsch, alles geht zu hoch. Zu spät zum Entschärfen. Halt's mal. Die wird starten. Was? Wir schließen die Schutztür und sprengen. Und dämmen die Chemikalien im Bunker ein. Ja. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Captain. Wo wirst du sein? Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Komm ich da hin? Geh, sofort! Conny, achte auf Kontakt! Oh mein Gott, das Tor? Ach du Scheiße, Alter! Okay, jetzt müssen wir hier aufpassen, Leute. Oh, oh, wir haben Zeit! 3 Minuten nur noch! Ach du Scheiße, 3 Minuten, Freunde, okay. Wettlauf gegen die Zeit. Okay. Und mit der Waffe ist das gerade echt kacke, Alter. Ich brauche sowas und ich brauche sowas.
Mal lieber die Panzerung nochmal. Was? Ey, was ist da gerade explodiert? Ist da gerade ein Dildo in die Luft gejagt worden oder was? Ich verstehe da. Ich check manchmal nicht, was hier passiert, wie ich sterbe, Digga. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, ey. Man sieht ja auch fast. Hat einfach eine Bombe gegeben, der Hund. Ach, das kommt ja mit ihren Scheißgranaten, ne? Okay, 3 Minuten haben wir Zeit, Freunde. Nimm das. Nimm das. Junge, man sieht da auch gar nichts, ne? Okay. Ach, diese Dinger haben mich in die Luft gejagt, Alter. Das? Oh mein Gott, das hat mich einfach in die Luft gejagt. Die Feuerlöscher da. Junge, Alter, die werfen die Granaten echt wie Spezialisten, ne? Das ist schon krass. Wir müssen gucken, das ist mit Zeit, ne? Nicht, dass wir am Ende verkacken. Ach, halt's Maul. Ey, ich sag's vorhin, es kommt wirklich ein Juggernaut. Halt's Maul. Ich schwör auf alles, das ist doch wirklich geisteskrank, ne? So stark war er jetzt aber auch nicht, ne? Weiter, weiter. Oh. Ja. Was ist das Ziel? Sie durchkommen. Wie sie scheiß RPK nehmen, Alter. Schnell, 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 schnell. Nur noch 1 Minute Zeit. Schneller, schneller. Geh zum Turm. An die Steuerung. Cap, ich sehe einen Conny-Heli, der sich deiner Position nähert. Sie kriegen Verstärkung. Die solide Tür. Conny ist überall. Sie bewachen den Turm. Schlag dich durch. Ich halte den Stadtort, solange ich kann. Also zusammen. Halt mal Juggernaut noch wieder. Ey, Digga, diese Stelle ist gerade wirklich schwer, ne? 60 Sekunden. Geh zum Kontrollturm. Ja, klar. Wo ist der Kontrollturm? Mach, mach, mach. Feinde sind zu nah. Halt deine Fresse. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Juggernaut, komm rein. Bitte, mach die Türe. Halt's Maul. Wie Feinde sind zu nah. Ey, halt's Maul. Bitte. Ey. Ey, wie Feinde sind zu nah. Ja klar, der Juggernaut, der fickt mich jetzt, ne? 15 Sekunden. Ja, ist unmöglich, Digga. Die Schutztürsteuerung. Die Zeit wird knapp. Feinde sind zu nah, cool. Ja, bitte jetzt, schnell. Was? Sie startet. Nein. Ey, ich schwöre, das ist Verarschung. Ich schwöre auf meine Mutter, es war kein Feind in weit und breiter Nähe. Digga, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Oh shit, 30 Sekunden wieder, Leute. Come on. Ich hab nur noch... Ich hab alle getötet, auch den Juggernaut. Das muss ja jetzt gehen. Ach, jetzt geht's auf einmal, ne? Das war gerade, ich schwöre, das war ein Bug. Das ist safe ein Bug. Kilo. Pfarrer, hörst du mich? Pfarrer? Nein. Kannst du mich hören? Nein. Laut und deutlich. Och, Junge. Rakete entschärft. Sprengung geglückt. Ich dachte schon, Pfarrer hat es nicht geschafft, Alter. Roger. Bravo, gib mir Bericht. Es ist zu spät, Captain. Conny haben die Steuerung umstellt. Was heißt das, Gas? 2 Raketen starten jetzt nordwestlich von euch. Was labern die da? Nein. Nein. Kate! Ach du Scheiße, Alter. Nein. Boah, guckt euch das an, Junge. Junge, das ist wie ein Film, ne? Diese cinematischen Szenen. Sag's an Roger. Kate? Lass was, bist du da? Aus, ne? Hier ist 6, hörst du mich?
Es sind zwei Raketen unterwegs zur Arklov-Basis mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort! Ach du Scheiße. 3 Stunden zuvor. Und was läuft hier für eine Musik, Alter? Hallo, mach das mal aus! Nikolai! Hallo! Hört ihr einfach Hardrock, Heavy Metal, Alter? Kommt der klar? Pause, stopp! Makarov? Du weißt es schon. Nur weil er es so will. Denkst du, er arbeitet für den Kreml? Würde mich nicht überraschen. Ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Flieg mich hin. Wohin? Arklov Militärbasis. Die ist schwer bewacht. Kriegst du das hin? Wegen Makarov. Ja, klar. Ich muss rein und wieder raus. Könnte schnell brenzlig werden. Brenzlig ist mein Spezialgebiet. Das ist, was ich befürchte. Und dein Kontakt? Juri Volkov. Juri lässt sich bezahlen. Nie auch nur eine Münze. So ist er. Wann fliegen wir? Jetzt gleich. Boah, Junge, jetzt halt, wie das aussieht, ne? Guckt euch diese Grafik an. Eieieiei. Wow. Fliegen die denn? Oder diese Soundeffekte, ne, so hey. Laut? Wir müssen tief sein. Unter dem Radar. Ganz genau. Wow, oder wirklich, also, wenn irgendwann die Spiele so auch in-game aussehen werden, ne? Diese cinematischen Trailer kann jeder mittlerweile. Geh kein Risiko ein. Setz mich nur ab, ich ruf dich nachher. Und dass es dann so aussieht wie in echt, das ist das Schwere, Chat. Das ist das Schwere, dass es dann auch im Game so aussieht, wie jetzt hier gerade. Guckt euch mal das an. Stell dir mal vor, die Spielegrafik wäre so überall, auch im Game. Ist ja viel schlechter, wenn man spielt, ne? Da spielen wir jetzt Lesbel oder was? Guck mal jetzt die Grafik. Merkt ihr das? Ganz anders. Kate Leswell, CIA, undercover. 3 Stunden zuvor. Und wie wir mit Leswell hier vorausgehen, das seht ihr bei der nächsten Folge, die morgen online kommt, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder morgen in alter Frische. Schreibt mal was zu meinen Ideen, was ich gesagt habe mit Resident Evil DLC und Call of Duty MW3 online mit euch gemeinsam die erste Runde. Darauf habe ich richtig Bock. Road to Quickscope, please. Mal wieder schön mit Sniper, wieder ein bisschen so zocken, hätte ich auch Bock. Und das war es an der Stelle auch von dem Video, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, haut rein und ciao.